Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir ein Video und zwar machen wir ein Video zu meinen Top 10 Eyeshadow-Paletten. Ich weiß, ich habe dazu schon ein Video auf meinem Kanal gemacht, aber es hat sich so ein bisschen was geändert, beziehungsweise ziemlich viel. Und deshalb wollte ich das mal wieder updaten. Vielleicht mache ich das so, dass ich das jährlich update, weil außer es ändert sich vielleicht nächstes Jahr nicht so viel. Aber ich finde, es ändert sich halt. Also vor allem am Anfang noch. Also ich denke mir, das war jetzt schon über ein Jahr oder ein Jahr her. Ich weiß, weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist. Aber trotzdem, wie viel sich da geändert hat. Also wie viele andere Paletten ich getestet habe in der Zwischenzeit. Also da ist so viel dazwischen passiert. Eine Palette, die dabei ist, die habe ich schon aufgebraucht. Und es ist da schon so viel dazwischen passiert. Deshalb möchte ich das updaten und das machen wir heute. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Das heißt, heute bin ich auch so ein bisschen glam. Ich habe mir gedacht, Top 10 Eyeshadow-Paletten muss man so sich ein bisschen specialig herrichten. Das ist so ein bisschen wie Drogerie-Favoriten oder so. Da habe ich auch immer das Gefühl, da muss man sich so ein bisschen specialig. Vor allem finde ich das Kleid ist echt, echt super, super cool. Das ist so ein bisschen 80s-Look, aber richtig cool. Ich freue mich schon, wenn ich das wieder mal vielleicht nächstes Jahr in einem Club anziehen könnte. Oder wann auch immer das sein würde. Das wäre natürlich cool. Oder in einem Restaurant so essen gehen oder so. Oh. I miss it, people. Aber ich glaube, so geht es nicht nur mir. Aber jetzt hoffen wir, dass es allen natürlich gut geht und dass wir das alles noch überstehen. Aber machen wir jetzt mit den wichtigen Dingen weiter. Und zwar meine Top 10 Eyeshadow-Paletten. Ich würde sagen, ich lege gleich los. Die erste Palette, die ich hier in meiner Hand halte, und zwar ist es die Too Faced Salted Caramel Palette. Für mich ist die einfach, ich finde diese Too Faced Mini-Paletten super. Ich finde die Qualität da ist auch echt gut. Und ich finde die einfach auch super, super praktisch. Sie sind super, super handlich. Sie riechen gut. Sie sind, finde ich, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis okay. Natürlich ist es eine High-End-Palette, aber ich finde trotzdem, du bekommst trotzdem ziemlich viele Shades. Und die Too Faced-Formulierung ist auch sehr kompakt. Das heißt, du hast einfach auch lange was davon. Und die Farbzusammenstellung ist auch super, super basic gehalten, aber auch so praktisch, dass du da einfach schön Looks damit schminken kannst. Ich finde die einfach richtig, richtig cute und deshalb ist sie in meinen Top 10. Ich weiß nicht, ich finde die einfach super, super cute und ja, sie ist einfach süß. Jetzt kommen wir zu einer Palette, die, glaube ich, schon sehr oft auf meinem Kanal war. Ich habe die ja schon öfter auf meinem Kanal wie auf meinen Augen eigentlich. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich meine, ich habe sie schon oft benutzt, aber ich finde, man sieht kaum, dass ich sie benutzt habe. Das ist so, wenn Paletten mir so richtigen. Also übrigens ist es die Strawberry Dream Luna Beauty Palette. Und zwar, ich glaube, es ist so Paletten, die mir so richtig so, die so einen höheren Status haben einfach. Da fahre ich nicht so arg rein. Also wie zum Beispiel manchmal bei so Make-up Revolution Paletten oder einfach generell bei so Paletten, die mir nicht so wichtig sind. Puh, da ist mir egal. Aber wenn mir so Paletten so richtig wichtig sind, dann fahre ich da nicht so volle Kanne rein, weil ich habe da immer Angst, dass ich sie aufbrauche oder dass eben, dass sie irgendwie, ja, dass sie nicht mehr so schön ausschauen. Deshalb, bei solchen Paletten, da fahre ich nicht so volle Kanne rein. Aber sie ist wunderschön. Sie riecht auch nach Erdbeer. Es ist zwar ein sehr, sehr dezenter Geruch. Also es ist, bei den Too Faced Paletten sind die Gerüche viel, viel intensiver. Aber ich, wunderschön. Die Palette ist wunderschön. Ich finde sie super, super schön. I love it. Ich finde sie wunderschön. Packaging ist Traum. Ja, das ist einfach die Luna Beauty Paletten are amazing. Und deshalb machen wir weiter, weil wir gerade bei Luna Beauty sind, habe ich mir gedacht, machen wir gleich weiter mit Luna Beauty. Und zwar haben wir da die Luna Beauty Moonspell Palette. Und da habe ich den Karton natürlich behalten, weil es eben so ein tolles, tolles Packaging ist. Die muss ich dazu sagen, da habe ich sogar Fotos auf Instagram mit der gemacht. Einfach weil ich die auch so, so schön finde. Ich finde auch, was sich da drinnen abspielt, ist wunderschön. Wir haben eben diese tollen lila Töne und dann eben auch diese grungy Grüntöne. Also die Farbzusammenstellung finde ich ist wunderschön. Also vor allem für so die Herbstjahreszeit ist es wirklich wunderschön. Und ich finde es ganz, ganz toll. Also ich finde die super, super cute.
Wunderschön. Also die ist vom Packaging her, das Feeling einfach. Also bei den Moonswell Paletten ist es für mich so ein bisschen auch dieses, das ist so wirklich so luxuriös. Vor allem ich finde die Moonswell Palette, die ist so richtig so, da gönnst du dir was. Das ist so ein Erlebnis. Das ist wirklich, es ist so ein bisschen wie Jeffree Star, lustigerweise. Ich meine, sie waren ja früher befreundet, könnte daran liegen. Also es ist einfach dieses Feeling, was du da einfach mitbekommst, und ich finde das very, very good. Und ich, es ist meine Top 10. Da machen wir weiter mit einer Palette, die für mich einfach dabei ist, weil ich so schöne Looks mit ihr geschminkt habe und ich mich so toll mit ihr gefühlt habe. Und ja, es war einfach, sie ist, I like her, ich mag sie einfach. Und zwar ist es die Naked Urban Decay Honey Palette. Und ich weiß ja, die ist ja bei vielen auch so richtig, richtig beliebt geworden. Also sie war ja am Anfang so, oh mein Gott, es sind keine Honigtöne und so. Aber dann im Endeffekt haben die Leute sich, waren sie richtig überzeugt davon. Und ich finde sie auch, ich finde sie richtig, richtig schön. Also ich. Ich meine, ich war am Anfang jetzt auch nicht so, dass ich gedacht hätte, Top 10 Lidschattenpaletten hätte ich da jetzt nicht erwartet. Aber ja, sie hat sich einfach so entpuppt. Ich muss dazu sagen, also einfach die Looks, die ich damit geschminkt habe, und man muss dazu sagen, also das ist auch wieder eine Form, also die Formulierung, beziehungsweise die Kompaktheit der Lidschatten ist bei Naked auch wieder enorm. Also Leute, die eine Naked-Palette aufbrauchen, bin ich immer so, bewundere ich die, weil das ist wirklich nicht leicht. Aber ich finde die auch wunder, wunderschön. Ganze schöne Palette. Und deshalb ist sie auch mit dabei. Ich finde einfach super schöne Glam-Looks irgendwie. Aber du kannst auch so urschöne Basic-Looks auch mit damit schminken, weil du natürlich auch ins Helle nur gehen kannst und musst es natürlich nicht smoky machen. Aber ich finde die Palette einfach schön und deshalb ist sie dabei. So, jetzt haben wir sehr viel High-End. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Drogerie sozusagen. Und zwar die Beauty Bay Palette. Die war auch schon so oft auf meinem Kanal. Und ich muss dazu sagen, sie ist einfach verdient auf meinem Kanal. Es ist eine Basic Palette, aber es ist so Berry-Töne, weil sie auch Berry heißt. Aber ich finde einfach die Formulierung wunderschön. Es ist eine super einfache Palette, aber du kannst super viel damit machen. Ich finde die einfach toll. Ich finde die einfach toll. Für mich funktioniert die super. Und deshalb ist die auch da mit dabei. Also für mich ist die einfach, die ist mittlerweile schon so in meinem Kopf drinnen, dass ich die so toll finde. Jetzt kommen wir zu einer Palette, die so ein bisschen neuer ist. Die habe ich noch nicht so lange. Und zwar ist es die BH Cosmetics Blueberry Muffin Palette. Ich muss dazu sagen, ich war ja so skeptisch, weil jeder diese ja so unglaublich toll fand. Aber dann habe ich sie ja selbst reviewed. Und ich muss dazu sagen, sie ist toll. Ich liebe ja Blautöne. Es sind andere Blautöne als wir zu Bam. Also es sind schon Bam, aber sie sind halt. Ich finde einfach, dass du hast so eine Variation. Du hast eben diese Grautöne, diese. Ich weiß nicht. Aber ich finde, ich war am Anfang nicht so. Oh mein Gott, sie ist so toll. Aber dann, wie ich sie jetzt habe, ist sie jetzt einfach. Ich finde sie echt toll. Ich finde sie gut. Die Qualität ist. Also BH Cosmetics hat aber auch eine gute Qualität, muss man dazu sagen. Und ich finde die ganz, ganz toll. Also ich finde die echt, ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich finde, die hat wunderschöne matte Töne, aber auch die Schimmertöne. Der ist Tempting, ist wunder, wunderschön. Silber ist auch wunderschön. Also sie ist einfach richtig schön, die Palette. Also ich finde die ganz, ganz toll. Und deshalb, ich hätte nicht gedacht, dass sie unter meinen Top 10 Lidschattenpaletten landen würde. Aber hier ist sie, weil ich die einfach richtig, richtig toll finde. Also die ist amazing. Deshalb ist sie auch da. Dann kommen wir zu einem Drum, das ich jetzt schon. Die habe ich auch schon so lange. Und ich glaube, deshalb finde ich sie auch noch immer so toll. Ich glaube, die war in meinen Top 10 auch damals dabei, wenn ich mich nicht irre. Und zwar ist es die Morphe 39S. Und zwar ist es die Such a Gem. Und öffnen wir mal das Drum. So sieht sie aus. Sie ist wunder, wunderschön. Sie ist riesen, riesengroß. Es sind unendlich viele lila Töne drinnen. Ich habe noch immer nicht, glaube ich, alle Töne in der Palette getestet. Aber ich muss dazu sagen,
Ich finde, das ist einfach, wenn du lila Töne magst, ist es so ein Traum. Sie, von der Qualität finde ich die richtig, richtig gut. Also das ist so eine Morphe-Palette, finde ich, wo Morphe so richtig, ja, tolle Paletten. Mittlerweile finde ich, die Paletten reizen mich so überhaupt nicht mehr. Aber das ist eine Palette, wo ich wirklich sage, die ist wunderschön. Du hast so viele schöne Farben. Sie ist riesengroß. Das muss man bedenken, aber ich finde, wenn man so eine riesengroße Palette haben möchte mit 39 Farben, dann ist das wirklich ein Muss. Ich finde die ganz, ganz toll. Die ist wunderschön und man hat so viele Möglichkeiten in der Palette. Und man kann natürlich, wie gesagt, auch Neutral Looks machen. Aber im Großen und Ganzen, sie musste einfach dabei sein, weil wenn ich so an meine Top 10 Lidschattenpaletten denke, ist sie einfach dabei, weil sie einfach so eine hübsche ist. Und finde die toll. Die inspiriert mich einfach extrem. Es sind ja auch so, ich finde auch so ein bisschen die Top 10 Lidschattenpaletten. Das ist ja auch so ein bisschen, was inspiriert mich. So, jetzt kommen wir zu den letzten drei Paletten. Und zwar beginne ich mit der. Und zwar ist es von Make-up Revolution. Und zwar ist es die Flawless, also Forever Flawless Eyes Palette. Die ist ja ganz, ganz toll. Das ist eine meiner Lieblings-, beziehungsweise es ist ja dann meine Lieblingsblaue Palette. Ich finde die ganz, ganz toll. Es ist ein Dupe für die Blue Blood von Jeffree Star Cosmetics. Sie ist wunderschön, performt super. Das Silber ist ein Traum, ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ich finde das ganz, ganz toll. Und für mich performt die Palette auch wunderschön. Und ich finde sie auch super, super toll. Und deshalb ist sie auch in meinen Top 10. Und ich muss eine blaue Palette. Also, ich glaube, ich versuche mir jetzt die ganze Zeit zu erinnern, ob in meinen Top 10 letztes Mal eine blaue Palette dabei war. Ich glaube fast nicht, wenn ich mich nicht irre. Das wäre natürlich komisch. Aber jetzt ist auf jeden Fall eine blaue Palette dabei, weil blau muss auf jeden Fall sein. Und dann machen wir weiter mit einer Palette, die sehr, sehr neu in meiner Collection ist. Also die ist jetzt, also seit wann habe ich sie getestet? Seit einer Woche oder sowas? 1,5 Wochen, so irgendwas. Es gibt eh die Review auf meinem Kanal. Und zwar ist es die Glam Light Palette. Ich muss dazu sagen, ich habe mir so überlegt, ich so, ja gut, natürlich habe ich die Palette schon lange nicht, also schon lange nicht, sag ich noch nicht so lange. Aber ich musste dann sagen, ich habe sie dann einfach verglichen mit, ich wollte eine andere Regenbogenpalette nehmen. Also nicht ganz so Regenbogen, aber eine bunte Palette. Aber ich dann so, welche lässt mein Herz höher schlagen? Welche bin ich so richtig, oh mein Gott, sie ist so toll, sie ist so schön. Ich möchte noch 100.000 Looks mit ihr schminken und sie wird nicht fad, auch wenn ich die jetzt noch nicht so lange hatte. Aber für mich ist die halt richtig, richtig toll. Und deshalb ist sie auch einfach jetzt in den Top 10. Weil ich dazu sagen muss, ich finde die Looks, die ich damit geschminkt habe, ganz, ganz toll. Ich finde die Qualität der Palette richtig toll. Ich finde, sie ist richtig cool aufgebaut. Es ist irgendwie cool gemacht. Es ist einfach eine richtig coole Palette. Ist es natürlich nicht die einfachste Palette jetzt zum Bestellen, aber jetzt, wo ich sie halt in meiner Collection habe, ist sie jetzt momentan in meinen Top 10. Also für Regenbogen, es ist meine Favorite Regenbogenpalette. Also wenn ich meine ganze Collection jetzt durchgehe, momentan, es ist meine Favorite Regenbogenpalette, definitiv. Ich finde, die ist einfach cool aufgebaut, es ist irgendwie cool. Ich habe nicht so viele Regenbogenpaletten, fällt mir gerade so ein. Ich habe wirklich nicht viele. Also ich habe eigentlich, glaube ich, gar keine so Regenbogen. Vielleicht ist es deshalb. Ich finde ja, ich bin ja so ein richtiger. Als Kind, richtig, ist so kurze Storytime hier zwischendurch. Als Kind habe ich immer Regenbogen gezeichnet. Das war das, was ich immer gemacht habe. Deshalb könnte es sein, dass das so ein bisschen deshalb ist. Ich finde die auf jeden Fall richtig, richtig toll. Und auch wenn ich sie noch nicht so lang habe, kann ich jetzt schon sagen, dass das, die musste in meine Top 10. Ich habe mir am Anfang gedacht, so kommt das vielleicht blöd, weil ich sie noch nicht so lange habe. Dann habe ich mir gedacht, ich muss mir ehrlich sein. Und wenn ich ehrlich bin, ist die in den Top 10 einfach dabei. Ist einfach so. Ich finde die top. Ich muss dazu sagen, deshalb bin ich auch so ein bisschen, so ein bisschen, vielleicht, dass ich es nächstes Jahr updaten muss, weil ich meine, es gibt ja jetzt so die Kaleidos-Paletten oder auch Natasha Denona und Lethal, die stehen ja auch noch an zum Testen, dass da vielleicht dann auch wieder noch so Wow-Momente kommen. Aber ja, also von den zwei, also Udens Eye und Kaleidos, die ich getestet habe,
hat mich die von Glamlet nicht wegen der Qualität, sondern wegen dem Farbschema war das dann die Palette, für die ich mich dann entschieden habe. Ich wollte an und für sich keine so neue Palette nehmen, aber die hat mich vom Hocker gerissen und ist jetzt in meinen Top 10. So ist das. Dann habe ich meine letzte Palette und zwar eine Palette, die ich jetzt schon also so lang, aber die habe ich jetzt schon länger. Ich habe ein Backup von ihr. Ich glaube, man kann sie leider auch nicht mehr kaufen. Und zwar, aber das ist mir sozusagen, ich bin keine YouTuberin, die sagt, ja, weil es die nicht mehr gibt, verwende ich die nicht mehr oder ist sie nicht mehr mein Favorite. Das ist mir sozusagen egal. Das ist trotzdem noch eine Favorite-Palette. Vielleicht kommt sie wieder mal zurück. Und zwar ist es von Revolution die Jack-Palette. Ich finde die ganz, ganz toll. Die ist super, super cool. Ich liebe die einfach. Die hat vielleicht auch so ein bisschen ein Special Place in my heart, weil sie einfach einer der Paletten war, die mir am ersten sozusagen mein Herz höher schlagen haben lassen. Ich weiß nicht, es ist einfach eine specialige Palette für mich und ja, ich finde die Palette wunderschön noch immer. Und es ist wirklich so, also auch wenn ich sie jetzt schon länger habe in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel die Glamlet Palette, lässt sie trotzdem mein Herz irgendwie höher schlagen. Also es ist egal, deshalb habe ich sie auch behalten in meinen Top 10, weil die war, glaube ich, letztes Mal auch dabei oder letztes Jahr besser gesagt. Aber die ist noch immer, die ist noch immer da. Ich finde die noch immer toll, es hat sich nichts daran geändert. Und ich möchte auch nicht, dass die aus meiner Collection verschwindet. Und ich meine, es sagt ziemlich viel aus, wenn du ein Backup von einer Palette kaufst. Weil, wenn du vor allem, wenn du, ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr bei 200 Lidschattenpaletten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe schon 300 Lidschattenpaletten. Was ich jetzt nicht mit Stolz sage, sondern eher mehr so ein bisschen Schande, weil, wie man das aufbrauchen soll. Obwohl ich bin immer sehr, sehr überzeugt davon, dass ich das alles aufbrauche. Das wird alles aufgebraucht. Alles, was ich benutze, wird aufgebraucht. Alles, was hier reinkommt, wird aufgebraucht. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Vielleicht, wenn ich so ein Make-up-Studio aufmache. Dann vielleicht. Dann aber nur für Lidschatten, weil ich meine, sonst habe ich jetzt nicht so viel. Also ich habe auch, sonst habe ich auch mehr wie genug Make-up. Aber Lidschatten ist sowas, wo ich echt so, da könnte ich wahrscheinlich ganz Wien damit versorgen. Also, okay. Nee, das stimmt dann auch wieder nicht. Aber ich meine, wenn man so ein Lid. Okay, jetzt gehen wir so ein bisschen in komische Gedanken von mir. Ich würde sagen, das waren jetzt meine Top 10 Lidschattenpaletten. Das sind die Paletten, die aus meiner Collection für mich ein bisschen herausstechen, die mich so ein bisschen vielleicht mehr inspirieren wie andere, aber ich liebe natürlich alle meine Lidschattenpaletten, die in meiner Collection sind, aber die lassen einfach mein Herz so ein bisschen höher schlagen, die sind so ein bisschen special in meiner Ansicht und über die wäre ich richtig, richtig sad, wenn denen was passieren würde. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo ihr habt ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet, was ist euer. Also mich würde das voll, voll interessieren, wenn ihr eine Lieblings-Lidschattenpalette habt. Vor allem, wenn es eine ist, die ich noch gar nicht habe. Also mich würde das generell echt super interessieren, wenn ihr eure Lieblings-Lidschattenpalette in die Kommentare schreiben würdet. Das würde mich echt, echt interessieren. Das heißt, wenn ihr eine Lieblings-Lidschattenpalette habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram nehmen. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!